Hallo und herzlich willkommen hier bei Koch- und Backgeschichten. Heute habe ich wieder einen Produkttest für euch und zwar für dieses Handrührgerät, was ich mir ganz frisch und neu gekauft habe. Hierbei handelt es sich um den Krups 3mix 5500, den ich heute mal ein bisschen testen werde und auspacken werde. Ich brauchte nämlich ganz, ganz dringend ein neues Handrührgerät. Meins war nämlich etwa 20 Jahre alt, hat Geräusche gemacht, als ob es bald explodiert. Also da war wirklich Schicht im Schacht und deswegen musste ein neues her. Und zwar habe ich für dieses Gerät etwa 48 Euro bezahlt beim Handelshof. Den Amazon-Link zum Produkt stelle ich euch unten rein. Vielleicht ist ja dieser Mixer auch etwas für euch, wie er genau ist. Weiß ich natürlich noch nicht, das werden wir jetzt testen. Mit welcher Kompetenz ich diesen Test mache? Also ich bin auf jeden Fall schon seit vielen Jahren Benutzer von Handmixern, ihr wahrscheinlich auch. Und in dem Sinne, ich bin natürlich jetzt kein Profi-Elektriker oder Techniker, aber ich glaube, für so einen Alltagstest reicht es hier vollkommen aus. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit dem Unboxing. Ja, und hier haben wir auch schon die Rührelemente und dazu kann ich euch sofort sagen, warum ich mich für dieses Modell entschieden habe. Es gab auch noch teurere, das ist aber massiv, teurere Modelle mit mehr Watt, aber bei diesem Modell, und das finde ich total wichtig, sind die Rührelemente komplett aus Metall und zwar ohne. Diese Verbindungselemente sind oft aus Plastik. Das finde ich immer, da sind auch schon mehrere gelöst bei anderen alten Rührgeräten, die wir haben. Deswegen finde ich sehr cool, es ist aus Metall und ich bin wirklich überrascht, weil es ist sehr viel stabiler und fester wie bei anderen Geräten. Ich kann euch mal als Vergleich die Rührer von meinem anderen Gerät zeigen. Moment. So, das sind jetzt klassische Rührelemente von einem Gerät, was ich hatte. Und wenn wir uns jetzt im Vergleich angucken, ne, ihr seht, was ich meine. Der hier ist zwar kleiner, aber breiter, aber hier dieses Verbindungsstück, das hier ist aus Plastik und hier unten auch. Und das hier ist voll Metall und das finde ich richtig gut. Vor allem, da ich alles einfach in die Spülmaschine tue. Bei den Knethaken ist es noch krasser. Seht ihr den Unterschied der Dicke? Das hier ist deutlich länger. Ich bin gespannt, ob das nachher noch ein Problem gibt. Die Länge des Gerätes. Aber die Materialstärke ist einfach ein gigantischer Unterschied. Also das finde ich jetzt auf den ersten Blick schon mal einen großen Pluspunkt. So, dann packen wir mal aus. Natürlich, Verpackung. Und hier ist das gute Stück. Kabel mit einem Kabelbinder drum. Gutes Stück lang, auf jeden Fall schon mal gut. Ja, es wirkt auf jeden Fall massiv, es ist nicht leicht, erwarte ich aber auch nicht, ne? Weil es braucht ja auch Kraft und es muss auch widerstandsfähig sein. Man hat einen Turbo-Knopf und eine, okay, ist nicht stufenfrei, stufenlos, sondern es sind noch Stufen von 1 bis 5 und das war es schon. Ja, dann gucken wir mal. Okay, es gibt zwei unterschiedliche. Ein Rührelement hat so eine Platte, der gehört in das eine Loch rein. Das erkennt man aber gut, das andere ins andere. Ja. Und wichtig, also das finde ich sehr wichtig, man kann das Gerät abstellen. Es ist nämlich oft ein Problem, dass wenn die Geräte so richtig schön modern rund sind, dass man sie nicht abstellen kann, was in der Küche wirklich super nervt. Als Vergleich habe ich mal mein altes Gerät rausgeholt. Das ist von Familie zu Familie weitergereicht worden, glaube ich. Es ist wirklich 10, 20 Jahre alt und ein No-Name-Produkt. So, wenn wir die vergleichen, sehen wir, dass das hier, dieser Abstand kürzer ist als beim No-Name-Produkt. Ne? Ja, sieht man schon. Mal gucken, ob das zum Problem wird. Als Vergleich, mein altes Gerät hatte 300 Watt, das neue, der Krups 3mix 5500 hat 500 Watt und soll laut Verpackung innerhalb von 60 Sekunden ein Eischnee steif schlagen. Und das werden wir auf jeden Fall testen, das möchte ich wissen, weil mein altes Gerät schafft das definitiv nicht. Ja, sonst sieht man, hier sind die Schneebesen länger, hier dafür breiter. Inwiefern das einen Unterschied macht, werden wir herausfinden. Und wenn man auch im Vergleich sieht, sieht man es? Also ich sehe es mit dem Auge, sehe ich, dass der Krups doch ein ganzes Stück
größer ist und auch schwerer, hat aber auch mehr Power. So, der landet jetzt auf dem Elektroschrott, weil der hört sich an, als ob er gleich explodiert. Und dann starten wir mal mit dem Eischneetest, würde ich sagen. Hier habe ich ein Eiweiß der Größe L. Ich hatte das eben schon getrennt, deswegen ist hier das Gefäß so beschlagen. Und hier habe ich auch mein Handy und jetzt werden wir einfach mal gucken, wie lange wir wirklich brauchen, bis das Ei steif ist. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Ich habe ein bisschen Angst, dass er mir das Glas zerfetzt. Wir probieren es mal ganz kurz. Ach übrigens, das Gerät funktioniert nur, wenn man es auch in die Steckdose steckt. Nur so als Hinweis, ne? Ich will jetzt ja nicht unkompetent klingen, aber das ist allgemein die Voraussetzung. So, stopp, es funktioniert. Das heißt, und los. Ja. So, kleine Stufen hoch und Turbo. Guckt mal, wann Schluss ist. Das Ei ist steif. 24 Sekunden. Ja, was soll ich dazu sagen? 24 Sekunden. Das können wir jetzt noch weiter laufen lassen, das bringt gar nichts. So, 24 Sekunden ist natürlich wirklich der Knaller. Also, ja, es ist, ja, man sieht es, es ist steif. Es hat alles funktioniert. Jetzt mache ich noch den Test, was mich immer interessiert, wie ich die Dinger wieder rausbekomme. Klasse. Dann würde ich sagen, als nächstes testen wir die Knetaken. So, ich habe einen einfachen Kneteig vorbereitet und den werden wir jetzt testen. Als erstes, hier seht ihr das übrigens, da wo nicht diese Vertiefung, hier wo nicht die Vertiefung ist, kommt auch das ohne Platte rein. Das Teil mit dieser Platte dran kommt an die Stelle, wo die Vertiefung ist. Und dann gucken wir mal, ob das so funktioniert. Falls es zu wenig Flüssigkeit ist, habe ich hier noch Wasser stehen. Fangen wir auf Stufe 1 an. Also ich muss dazu sagen, ich habe eine große Küchenmaschine, mit der ich normalerweise solche Arbeiten mache. Oh ja, ja, aber da wird es schon. Es wird schon. Funktioniert wirklich gut. Um euch mal kurz den Zwischenstand zu zeigen. Seht, es ist noch bröselig. Aber ich habe jetzt mal auf 4, ne, machen wir nicht. 2. Ist jetzt ein richtig bröseliger Teig, sowas wie ein Crumpleteig. Wir wollen natürlich was geschmeidiger, deswegen tue ich was Wasser dazu. Ah, weil wir wollen ja auch, dass die Maschine. Seht ihr, es wird schon grob klumpiger. Wir wollen ja auch, dass die Maschine was Energie braucht. Machen wir mal höher. Kein Problem. Oh ja, ja, jetzt merkt man, er arbeitet was kräftiger. Ich mache hier alles dreckig, aber damit ihr es sehen könnt. Und jetzt mache ich was hoch auf 5. Oh, oh ja, 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 ja. Aber sie schafft es. Und jetzt machen wir, probieren wir mal den Turbo aus. Jo. Ja, ich würde sagen, Test bestanden. Ganz schön viel Power, die kleine im Vergleich zu meiner alten Maschine. Hier seht ihr nochmal, 500 Watt. Wir werden sehen, wie sie sich weiterschlägt. Aber auf jeden Fall jetzt schon mal, sie verspricht definitiv 60 Sekunden an Eiweiß, locker flockig, überhaupt kein Problem. Auch die Knethaken funktionieren gut. Ein großes Plus für mich ist die Materialstärke, die ich so jetzt noch bei keinem anderen Handrührern gesehen habe oder Handmixer, wie ihr es auch immer nennen wollt. Sowohl bei den Schneebesen als auch bei den Knethaken ist das Material wirklich sehr, sehr, sehr stabil. Gucken, ob hier drauf steht, wo draus es ist. Weil ich glaube, ich hatte gelesen, dass es Edelstahl ist. Modernes, elegantes Design, Schneebär, nee, steht nicht, wo draus.
Also angeblich kann man damit auch Mayonnaise machen, das finde ich sehr interessant, weil eigentlich braucht man für Mayonnaise ja einen Pürierstab, damit der richtig Power kommt. Ich glaube, es ist Edelstahl. Robuster Knethack, nee, steht leider nicht drauf, aber auf jeden Fall sehr robust und ich hoffe, dass er hält und ich hoffe, dass ich mich auf Krups verlassen kann, dass das Gerät jetzt auch vielleicht so 20 Jahre hält und für den Preis finde ich es auch okay. Also jetzt auf den ersten Blick kann ich es empfehlen, ich halte euch aber auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie er sich im Alltag schlägt. Ja, das war's für heute, ein kleiner Produkttest mal. Als nächstes folgt der Produkttest für einen Multizerkleinerer. Falls euch das interessiert, lasst gerne ein Abo da. Als nächstes kommt aber erstmal wieder ein Rezept. Das ist immer so ein bisschen abwechselnd. Dementsprechend, ich würde mich freuen, wenn ihr hier bleibt, vielleicht einen Daumen hoch gibt und wir sehen uns spätestens nächste Woche. Ich räume jetzt hier erstmal auf, ne? Herzlich willkommen bei meiner Testaufnahme. Es ist 11.05 Uhr. Seit 8.30 Uhr probiere ich anzufangen. Und zwar geht es um dieses Krups Handrührgerät, was ich bereits vor 3 Wochen gekauft habe und extra noch nicht ausgepackt hatte. Ich vibriere. Ganz klasse. So, da. Irgendwas klappert metallisch und deswegen hört man das in der Kamera. Ich hoffe, ihr stört euch nicht. Wenn ihr es klappern hört, ist es das hier. Und die anderen klappern doch auch. Warum höre ich es nur bei der? Okay, ich weiß es nicht. So.